Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video mit einem Thema, das schon so oft von euch gewünscht wurde, dass ich eigentlich gar nicht mehr mitzählen kann. So oft habt ihr mich gefragt, Robert, wann machst du mal was über Wachteln oder mach doch mal was über Wachteln oder wieso machst du nie was über Wachteln? Also von nett bis unfreundlich bis verständnislos, ja. Jetzt schließt sich der Kreis, es gibt ein Wachtelspezial von mir und ich bin dafür bei der Verena. Hi. Die Verena ist eine talentierte Wachtelhalterin, ich sage jetzt mal wirklich talentiert, weil Wachteln werden sehr oft sehr schlecht gehalten und es ist leider etwas Besonderes, wenn jemand sie so gut hält wie du. Darum freut es mich sehr, dass ich dieses Video heute mit dir machen darf. Verena, wie bist denn du eigentlich auf die Wachteln gekommen? Ich war da mit den Kindern einmal auf einem Kleintiermarkt und da hat ein bekannter Züchter von uns klar also die Wachteln mitgehabt. Und ja, dann hat er gesagt, da brauchst du nicht viel. Da brauchst du unten so einen Hasenkäfig, einen kleinen, die brauchen nichts. Die brauchen keinen Platz, die haben keine Ansprüche. Gut, dann haben wir gesagt, nehmen wir halt welche mit. Dann haben wir sie daheim ganz kurz in dem Hasenstall gehabt, weil, ja, da habe ich dann gleich einmal einen Käfig gekauft. Und dann hat es nicht lange gedauert, habe ich ein Gehege gekauft für einen Garten, dass er sie in der Wiese haben kann für ein paar Stunden am Tag. Und wie sich herausgestellt hat, haben die Wachteln sehr wohl Ansprüche, finde ich jetzt. Ja, also das heißt, du hast eigentlich durch deine Intuition und gefühlsmäßig einfach eine bessere Haltung gegeben, wie eigentlich gesagt worden ist. Ja, und weil... Du hast dann einfach gemerkt, dass sie das wirklich bräuchten, gell? Ja, es ist einfach, ja, den in einem winzigen Käfig zu halten mit nichts, vielleicht nicht einmal einen gescheiten Einstreu oder so, das finde ich einfach total schlimm. Ich kann mich nur erinnern an einen Bauernhof von meiner Kindheit, da war im Kuhstall im hintersten Eck dunkel in einem Kaninchenkäfig, waren irgendwie 20 Wachteln drin. War grausig, oder? Ja. Weil die scheißen nicht so viel. Wirklich, also. Ja. Na, nachher würde ich sagen, machen wir als ersten Punkt mal kurz die Geschichte von der Wachtel. Da erzähle ich euch jetzt kurz was, wie es zur Domestikation der Wachtel kam und wofür man Wachteln eigentlich hält. Und dann machen wir mit der Verena weiter. Die Verena erklärt uns einiges zur tiergerechten Wachtelhaltung. Du. Das ist die Feder. Das ist ja ganz süß. Sie fühlt sich wirklich wohl vor der Kamera. Also von wegen Wachteln müssen immer schreckhaft sein. Nein, überhaupt nicht. Aber wenn man mit denen ein bisschen was tut und wenn man eine artgerechte Haltung bietet. Aber ich sehe auf Instagram auch viele, die die Wachteln sehr gut halten. Ja. Es gibt schon viele auch, aber es gibt halt das Gegenteil auch. Ja, ich glaube, am besten werden sie eigentlich von denen Leuten gehalten, die eigentlich gern Hühner hätten, aber wo für Hühner irgendwie der Platz nicht reicht und die dann eigentlich Wachteln als Ersatz haben. Da merkt man oft, die machen das mit so einer Liebe. Oder auch teilweise in der Wohnung in einem schönen Käfig. Habe ich auch schon gesehen. Oder auf der Rassen, auf Schattige. Ja. Also es gibt ja Hoffnung, aber trotzdem glaube ich, ist das Video wichtig. Ja, damit man einfach zeigt, was sie alles gern mögen. Für solche auch, die sich Wachteln anschaffen möchten. Die Wachtel ist in verschiedenen Arten und Unterarten in ganz Eurasien verbreitet. Unsere heimischen wilden Wachteln in der Natur bekommt man kaum einmal zu Gesicht. Sie leben sehr zurückgezogen und versteckt im Unterholz, suchen ständig die Deckung und auch diese zahmen Wachteln, wie man gut beobachten kann, orientieren sich immer irgendwie anhand von Strukturen im Garten. Die Wachteln, die man heute als domestizierte Haustiere hält, stammen ursprünglich von der japanischen Wachtel ab, einer Wildform, die auf den japanischen Inseln zu Hause ist. Wachteln sind noch nicht so lange domestiziert wie das Haushuhn und dadurch noch um einiges ursprünglicher und wilder. Durch selektive Zucht unterscheidet sich die zahme japanische Wachtel mittlerweile deutlich von der wilden Japan-Wachtel. Nicht nur haben die Haustierwachteln eine deutlich höhere Farbenvielfalt in den Gefiederfärbungen zu bieten, sondern sie haben auch deutlich stärker ausgeprägtere Leistungsmerkmale, legen viel mehr Eier als die Wildform und diese Eier sind auch um einiges größer. Man kann sagen, die Eier der Wildform erreichen nur etwa 2/3 der Größe von den Eiern der zahmen Hauswachteln. Verena soll uns jetzt ein bisschen was von der tiergerechten Wachtelhaltung erzählen. Also es ist jetzt nicht so, dass man den unten einen kleinen Loch halten kann, wie ich schon gesagt habe, sondern sie brauchen einfach einen gescheiten Stall, wo sie ein Sandbad zur Verfügung haben, wo sie Unterschlupfmöglichkeiten haben, immer sauberes Futter und Wasser, das ist ja sowieso klar. Und ich habe sie jetzt im Sommer auch immer in einem Gehege in der Wiese draußen. Na, das ist ja toll. Magst du uns das einmal zeigen? Ja, dann tun wir die Feder wieder rein.
Also das Gehege habe ich dann gleich einmal nach ein paar Wochen gekauft, wie wir die Wachteln angeschafft gehabt haben. Mhm. Und das mögen sie einfach total gern. Und ich glaube auch, dass sie so zahm sein, weil wir sie jeden Tag vom Gehege da hertieren und wieder zurücktieren. Wir haben sie jeden Tag in der Hand. Ja. Und das ist vielleicht auch einfach ein Vorteil, warum sie so fein zum bei uns sein. Das Wachteln ja eigentlich auch schneller wieder verwildern wie Hühner, wenn man sie nicht mit einer beschäftigt. Ja, weil ja. Im Winter haben wir sie allein, also da haben wir sie, im letzten Winter haben sie müssen in ein Haus reinhalten. Mhm. Und da sind sie dann wirklich total wild geworden. Mhm. Wieder, weil wir sie nie in der Hand gehabt haben. Ah, und was das hast du jetzt im Gehege alles drinnen so, was jetzt brauchen? Da haben wir jetzt so ein Hitterle rein zum Beispiel. Mhm. Mit zwei Ein-Ausgängen. Mhm. Ja, dass sie relativ offen ist, da sind sie gerade rein. Also hinige Tontöpfe mögen sie eigentlich ganz zum Drunterschlüpfen. Mhm. Da hinten haben wir ein Schilfung mit an. Okay, einfach so als Sichtblende und so. Und ja. So. Schattierung. Es könnte ja noch viel mehr reinstehen, aber... Ja. Und sie zupfen auch groß, oder? Ja, das mögen sie voll gern. Mhm. Also ähnlich eigentlich wie Hühner von der Ernährung. Ja, da in Klee, in Löwenzahn, das fressen sie voll gern. Mhm. Und da sind sie einfach auch beschäftigt. Ja. Ja, man sieht auch, also sie fühlen sich wohl. Also. Ja, da sind sie eben jeden Tag ein paar Stunden heraus. Dass es nicht zu heiß ist, ein schattiges Platzl, so halbwegs. Sonnenlern tieren sie allerdings auch voll gern. Aber du achtest quasi darauf, dass der Standort vom Gehege immer eher so zwischen die Bäume ist. Ja, dass weil so ein bisschen in der prallen Sonne kann man sie nicht hinstellen, das ist klar. Je besser ein Wachtelgehege strukturiert ist und umso mehr Abwechslung es den Wachteln bietet, umso schöner haben es die Tiere also. Hier zum Beispiel auch eine Buddelkiste zum Graben, da kann man feine Erde reintun oder Sand. Wie Hühner mögen also auch Wachteln zum Beispiel ein Sandbad haben für ihre Gefiederpflege. Wie das Gehege aussieht und eingerichtet ist, ist eine Sache. Ein anderer wichtiger Punkt ist aber sicherlich auch die Fütterung. Darum reden wir jetzt mal Dachilis über die Wachtelfütterung. Verena, Wachtelfütterung ist ja auch so ein Thema, das oft viel zu einfach betrieben wird von den Leuten, oder? Ja, wie bei also, den Hühnern eigentlich, kann man sagen. Körner halt. Genau, so. Und die meisten Tieren sind auch noch mit Hühnerfutter füttern. Also, wie würdest du jetzt sagen, sieht tiergerecht die Wachtelfütterung aus? Also, ich habe ehrlich gesagt ein spezielles Wachtelfutter da. Mhm. Ich habe jetzt auch ein Wachtelaufzuchtfutter da, weil ich die Krücken gehabt habe. Dann habe ich ein Legekorn da. Ja. Und ein Wachtel-Spezialfutter. Da sind dann noch Kräuter, Garnelen, also die Gammarus. Sachen, ja. Ja. Und wir können das auch gerne sagen, wie das alles ausschaut. Das hast du als Basis einmal quasi. Das ist schon mal das Basisfutter, ja. Was kann man ihnen zusätzlich denn so alles noch anbieten? Boah, Wachteln sind irgendwie auch Allesfresser. Gleich wie die Hennen, gell? Ja, also wenn ich kochte Nudeln habe für die Hennen, da fressen die Wachteln mit. Reis zum Beispiel. Gemüse und so, oder? Karotten aufgrieben, mögen sie voll gern, auch mit Joghurt. Dann jetzt im Sommer geriebene Gurken. Mhm. Also auf das fahren sie voll ab. Ich glaube, sie haben auch das Krückenspezialfutter gefressen, gell, mit Brennnessel. Ja, das sowieso, genau. Mehlwürmer geht auch, oder? Das Mehlwürmer, das brauchen wir gar nicht reden, oder? Was sagen sie da tun. Das sagen wir auch mal, genau. Dann, Melonen. Mhm, das haben wir beim Hitzespezial von Happy Huhn gesehen. Mögen sie zum Beispiel die Hennen nicht. Folge 99 von Happy Huhn. Sehr lustige Outtakes. Wachtel frisst Melone. Und ja, einen Löwenzahn aufschneiden, Klee. Mhm. Auf Klee gehen sie total ab. Also die ganzen Heilpflanzen, die wir schon für die Hühnerfütterung eigentlich empfohlen haben, gehen großteils für Wachteln auch. Ja. Also ein Wachtel kannst du wirklich fast alles geben und die sind total dankbar. Die mögen wirklich alles. Mangold habe ich extra im Garten angebaut, weil sie das sogar mögen. Cool. Salat sowieso. Ah, und die haben gesehen, du hast sogar ein Heu gemacht für die Wachteln im Rasen. Da gehen wir jetzt hin. Ha? Wir haben da eben eine Tal von der Wiese, wo wirklich viel Klee, Schafgarbe, Blümchen rein sind. Das tue ich jetzt trocknen, weil es heute noch einmal so heiß wird. Mhm. Und das mögen sie voll gerne als Einstreu. Da schauen wir jetzt hin. Das schauen wir uns jetzt mal um. Machen wir. Schön, das habe ich jetzt gerade gemäht davor. Das hast du heute gemäht, das Heu? Habe ich jetzt davor gemäht, bevor du gekommen bist. Und das trocknet schon so an. Das kann jetzt da heute super trocknen. Ja, jetzt im August. Am Mittag wird es noch einmal knackig heiß. Und ja, sie können es ein bisschen knappern dann. Und es riecht gut, ist ein super Einstreuner. Okay. Und da im Körbel hast du quasi schon ein fertiges, oder? Genau, so schaut es dann fertig aus. Ja, das raschelt so richtig schön. Ja.
Kurz für den Winter wahrscheinlich auch gut sammeln für die Wachteln, oder? Ja, das mögen sie wirklich wahrscheinlich. Ja, dass sie ein bisschen Scharen da können. Wo sie liegen und Heublumen fressen. Und eine liegen, die sie sich da dann gehen. Also das mögen sie wirklich. Riecht gut, wie halt ein gutes Hai riecht, oder? Da können sie nachher ruhen und tun ihnen so ein bisschen rein. Jetzt schau, was Leckeres. He? Ich finde es immer so cool, wie gechillt deine Wachteln sind. Ja, Federli. Du Hexe, du. Jetzt schau es. Das können sie jetzt zerlegen, gell? Jetzt haben sie wieder eine Arbeit. Ich kann jetzt ein Hai hupfen. Also wie bei der Gehegeeinrichtung gilt auch bei der Wachtelfütterung, je abwechslungsreicher und vielfältiger, desto besser. Schauen wir uns mal das Grundfutter an. Das hier sind Pellets, Legepellets, also spezielles Legefutter für die großen Wachteln. Dann diese bunte Mischung hier, das ist auch ein spezielles Wachtelgrundfutter, das pflanzliche, tierische und eben verschiedene Getreidekomponenten beinhaltet. In einer sehr guten wachtelgerechten Mischung kann man wirklich nur sehr empfehlen. Wir wollen hier jetzt nur keine Markenwerbung machen. Und dann hier als drittes noch das Aufzuchtfutter für die Küken, das man aber schon relativ bald mit dem Grundfutter mischen sollte, damit die Küken nicht zu eiweißreich ernährt werden, wenn sie schon größer sind. Dann darf man Wachteln natürlich in moderaten Mengen immer auch Gemüse und Grünzeug füttern. Hier freuen sie sich zum Beispiel über erfrischende, aufgeriebene Gurke, die gerade jetzt während der Sommerhitze wirklich eine willkommene Abwechslung für die Wachteln ist. Auch das Kükenspezialfutter mit Brennnessel wird von dieser Wachtel sehr gerne gefressen. Die Brennnessel unterstützt den Gefiederaufbau auch während der Mauser. Wir sind hier jetzt bei einem Bereich in Verenas Hühnergarten, wo die Verena Jungwachteln großzieht. Und auch die Jungwachteln dürfen bei der Verena schon hinaus ins Freie. Und das Unglaubliche ist, die wirken jetzt, glaube ich, für euch auf dem Videomaterial fast wie normal große, ausgewachsene Wachteln. Aber die sind tatsächlich jetzt erst in einem Alter von 4 Wochen. Genau, 4 Wochen. Und sie sind wirklich fast so groß wie die Großen. Ja. Also vor 4 Wochen sind die so winzig gewesen. Also es war jetzt wirklich faszinierend zum Zuschauen, wie schnell die gewachsen sind. Ich war ja 3-mal bei dir insgesamt und ich glaube, wir machen jetzt einfach eine kleine Zeitreise. Fangen jetzt an bei den Wachteln, weil sie ganz klein waren. Und zum Schluss landen wir dann eh wieder hier. Ja, genau. So, vor 2 Tagen sind die Wachteln geschlüpft. Das ist die Leila, das ist die einzig dunkle, die wildfarbene. Die gehört jetzt der Magdalena. Die ist total klein und putzig. Ja. Eigentlich soll man sie ja nicht in die Hand nehmen, wegen Ohrenfliegen und so, aber... Und einfach, dass sie ein bisschen noch verstärken können, gell? Ja, obwohl die sind echt so topfit. Also die sind voll kein Nervenweg. Die sausen rum. Ja, du hast denen ja jetzt schon Lebendfutter gegeben, gell? Ja, dann genau. Sagen wir das vielleicht jetzt mal kurz. Die Mikrogrillen, die fahren sie voll an. Da habe ich ihnen das Eis gehackt mit Hirseflocken und Blaumohn. Wie sie schon auf deine Hand reagieren, wie Hühnerküken. Also die werden eh auch wieder so zusammen wie deine anderen Wachteln. Ja, teilweise, wenn ich reingehe und sie schnallen, dass ich da komme, meinen sie, dass sie kriegen was. Na, dann schauen wir uns das mal an. Die Mikrogrillen haben wirklich die ideale Größe für Wachtelküken, sind auch vom Panzer her noch nicht zu hart und da geht echt die Post ab. Da mutieren sie zu kleinen Baby-T-Rex und machen richtig Jagd auf die Mikrogrillen. Und ja, ich finde auch das Darnkleid der Wachtelküken total süß. Eine ähnliche Zeichnung haben auch einige Hühnerrassen im Kükenalter. Also, jetzt haben wir einen kleinen Zeitsprung. Die kleinen Wachteln sind jetzt 12 Tage alt und die haben sich schon wahnsinnig entwickelt. Schauen wir mal dann aus wie kleine Aliens. Müssen wir mal einfilmen, hä? Überall Federn haben, laufen Kopf mit und das schaut jetzt echt witzig aus. Unglaublich. Und wo ich sie das erste Mal gefilmt habe, waren sie 2 oder 3 Tage. Gell? Ja. Das heißt, da sind jetzt 10 Tage dazwischen. Ey, das ist echt ein Wahnsinn. Und heute gehen wir sie das erste Mal ins Freie aus. Ins Krückengehege und dann schauen wir mal, was sie machen. Ja gut, du hast ja deine Erwachsenenwachteln auch im Freien. Ja, das denkst du jetzt so vom Alter her könnte man es schon probieren, gell, bei dem Wetter? Ja, ich habe jetzt auch da schon nachgefragt. Ja. Es war dann auch total erstaunlich, wie schnell sich die jungen Wachteln im Freigehege zurechtfanden. Angst hatten sie nicht wirklich, vielleicht weil
Verena und ihre Kinder sich so viel mit ihnen abgegeben haben, sodass eigentlich Stresssituationen nichts Ungewöhnliches für die kleinen Jungwachteln waren. Scharren und Grastupfen war dann auch instinktiv schnell gelernt. Ich glaube, bei den Wachteln kann man wirklich instinktiv sagen. Wichtig ist, dass so junge Wachteln wirklich nur rauskommen, wenn warme, windstille Witterung ist und dass sie auch im Freigehege eine Wärmequelle finden. Katzen dürfen natürlich in das Gehege nicht hineingelangen, darum empfehlen sich diese quadratischen, sehr stabilen Maschen beim Gitter, wo keine Pfote durchpasst. Auch die eigentliche Behausung der kleinen Wachteln wurde dann schnell zu klein und sie zogen in dieses Kinderspielhaus um, das sich sehr gut für die Wachteln geeignet hat. Sie sind jetzt wieder deutlich gewachsen und eine Woche ist vergangen. Ja, man kann auch die Geschlechter normalerweise recht gut unterscheiden, zum Beispiel bei den Farbschlägen, die der Wildfarbe noch recht ähnlich sind. Verena, wie alt sind denn die Wachtelküken jetzt mittlerweile? Wir sind jetzt 3 Wochen alt und Wahnsinn. Wie groß die schon sind, gell? Ja. Die wirken schon wie so kleine Erwachsene. Eben, jetzt fallen eigentlich immer am Kopf um ein paar Federlein hin, dann sind die schon voll befiedert und alles. Ich hab's jetzt und? Da an Hahn und der Henne, oder ja, Isabella? Genau. Ja. Die Isabella hat den Hahn, sieht man gut, er hat da die helle Brust. Mhm. Und am Kopf oben da ist er dunkel. Da kriegt so dunkle Wangen und da hinten oben kriegt er auch so braun. Und wie kann man das jetzt an der Brust nochmal für den Zuschauer sagen? Sollen wir es mal vergleichen mit der Henne? Schaut, schau, da habe ich die Henne. Also nochmal erklärt, um bei der Brust zu bleiben. Bei den Wachtelhennen ist die Brust viel stärker gesprenkelt und also intensiver gezeichnet als bei den Hähnen. Da kann man es wirklich, finde ich jetzt, am besten sagen. Das absolute Highlight für die Wachtelküken, die ja jetzt 4 Wochen alt sind, waren natürlich während der gesamten Aufzuchtphase immer die tierischen Leckerbissen, wie zum Beispiel Mehlwürmer, die sie in diesem Alter jetzt auch schon getrost fressen dürfen. Ja, dann sind wir wieder in der Echtzeit. Und schon so groß. Wahnsinn, oder? Das ist jetzt in dem Fall ein Weibele. Das siehst du jetzt auch wieder an der, ja, der Brust. Siehst, das sieht man jetzt richtig gut, dass sie die gespreckte Brust hat. Fliegen ja. Können sie auch schon gut. Aber sie sind nicht ängstlich. Also. Nein, das ist also gerade die Weibelein. Man merkt den Unterschied auch gut zwischen Mandeln und Weibelein. Mhm. Also die Mandeln sind viel hektischer an der Weser. Ah, okay. Anders wie bei den Menschen. Da habe ich ihnen jetzt so einen kleinen Stall reingetan. Da mögen sie auch gerne reinhocken. Da haben sie ein Sandbad, Wasserfutter, da drüben haben sie was zum Einigieren. Cool. Und sie liegen einfach gern um und chillen. Die Haxen hinten ausgestreckt und total lieb einfach. Hallo! Ja, die können wir natürlich auch umschauen. Und leider ist es jetzt halt so, es sind 5 Hähne und gleich 4 Hennen, gell? Mhm. Das muss man jetzt auch sagen, also der Hahnanteil ist schon sehr hoch. Und deshalb bei den Wachteln auch so, dass das recht schwierig ist dann mit vielen Hähnen, gell? Ja, man kann die Hähne auch nicht gut miteinander halten, weil die krauten sich wirklich total auf. Wie läuft bei dir so die Haltung Huhn und Wachtel? Also im Stall weiß ich nicht gemeinsam, aber so, wenn sie sich im Garten begegnen? Ja, also man kann sie jetzt nicht miteinander halten, auf keinen Fall. Mhm. Weil die Hennen, die gehen voll los auf die Wachteln. Sind natürlich körperlich überlegen. Ja. Die becken sie dann und so. Also sieht man auch immer wieder so auf Instagram Leute, gell, die da furchtbar energisch promoten wollen, wie toll das geht. Aber nein, eigentlich sollte nicht. Man das, wenn man gewissenhafter halt ist, nicht machen. Weil sie einfach auch sich anders verhalten. Ja. Gell, ja. Der Wachtel geht schon ganz anders und hat schon einen anderen Bewegungsablauf einfach. Also Wachteln und Hühner, keine optimale Kombination. Verenas Tiere sind wirklich sehr gechillt und so und es kommt mal vor, dass ein Huhn mit den Wachteln kurz in Kontakt kommt, aber im Großen und Ganzen bitte nicht kombinieren. Ja, schauen wir uns jetzt mal mehr zum Thema Wachtelei an. Also Verena, du hast hier jetzt wunderschöne Wachteleier, jedes anders gezeichnet. Die sind ja wirklich immer faszinierend anzuschauen. Wachteln, kann man sagen, sind schon Tiere, die man wirklich der Eier wegen hält. Das ist eigentlich Legegeflügel, oder? Ist schon Hauptgrund, ja. Mhm. Wachteleier sind ja jetzt so recht klein, aber du hast da eine ganz interessante Erfahrung, dass sie eigentlich mehr als nur Lebensmittel sein können. Ja, genau. Also, wenn wir uns die letztes Jahr dann da gehabt haben, hat mein Mann einmal so irgendwie das rausgefunden, dass rohe Wachteleier gegen
Allergien helfen. Mhm. Und dann hat er das auch getestet und hat wirklich in der Heuschnupfenzeit, in der Allergiezeit, in der Früh auf nüchternen Morgen ein bis zwei Eier gegessen. Wow. Und das hat voll geholfen. Und er hat keine Allergietabletten mehr gebraucht. Unglaublich. Das hat ihn voll über die Heuschnupfenzeit gebracht. Also das heißt, ja, da sind einfach irgendwelche Antihistamine oder andere Inhaltsstoffe drin, die durchs Kochen wahrscheinlich kaputt werden. Ja, also die rohen Eier haben so tolle Inhaltsstoffe, die hilft scheinbar gegen Migräne und alle möglichen Leiden. Natürlich, rohe Eier essen ist immer so eine Sache, gell? Man kriegt ja immer so ein bisschen die Panik machen mit den Salmonellen. Aber wenn ich das von meinen eigenen Wachteln habe und die frisch habe, dann habe ich überhaupt keine Angst. Also ich würde sagen, auf eigene Verantwortung könnt ihr das ruhig nachmachen. Wir sagen jetzt nicht, bitte macht das, weil wir wollen nicht schuld sein, wenn ihr dann im Krankenhaus liegt und den Magen auspumpt kriegst. Also mit gekauften Eier aus dem Supermarkt würde ich es nicht machen. Nein, weil das klingt auch bei den eigenen vielleicht erst einmal testen, oder? Also wie es einem geht damit. Also ich, wenn jetzt oft einmal ein Ei angeschlagen ist oder so, weil das passiert da gleich einmal bei denen, das schwupp, oh, in der Mitte und fertig, ja. Auch das Wachtelei, also durchaus ein Lebensmittel, das mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Generell könnte man über die Wachtel noch vieles sagen, aber der Film hat für meine Verhältnisse schon absolut Überlänge. Also es neigt sich langsam dem Ende zu, dieses Video. Also, Verena, deine Wachteln sind so süß. Das ist so toll, mal Wachteln zu erleben, die man in die Hand nehmen kann, die nicht schreckhaft sind. Und auch die ganze Haltung bei dir, der Garten, wie du das für die Tiere liebevoll eingerichtet hast. Es ist wirklich toll gewesen, diese Folge hier bei dir zu drehen. Vielen, vielen Dank. Hat auch Spaß gemacht wieder mit dir. Und ja, mir macht es einfach Spaß, wenn ich meine Tiere richtig halten kann. Mir macht es auch Freude, wenn sie gesund sein, wenn sie um und um, wenn sie einfach glücklich sein. Und dann gibt man auch gerne das Wissen weiter, oder? Ja, und also, ja, mir taugt es einfach voll. Ich hoffe einfach, ich habe so ein paar Tipps mitnehmen können von Verena. Und vielleicht habt ihr jetzt auch noch ein paar Anregungen. Ja, das kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Genau, das war ja toll. Ja. Dann hast du vielleicht wieder was dabei, was du wieder vielleicht auch was Esfurt oder so. Oder welche Erfahrungen? Dann habt ihr es auch geschafft, dass eure Wachteln so zusammen sind. Das würde mich jetzt zum Beispiel noch interessieren. Ja.